Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Breath of the Wild. So, in der letzten Folge haben wir diesen chaotischen Schrein dort gelöst mit den Windspielen. Und wir sind jetzt am Stall des Schneelands angekommen. Und ich glaube, dass wir hier eine Quest haben. Schauen wir doch mal, was sie zu erzählen hat. Sie hat doch eine, oder? Die hat ebenfalls vorher so ein Ausrufezeichen drüber gehabt. Sprechen wir einfach mal mit ihr. Claire, meine Nachforschungen haben mich nach Ost und West geführt und jetzt bin ich im Norden gelandet. Hier soll es ein Knochenpferd geben, aber es ist zu kalt, um weiterzusuchen. Das ist es nicht wert. Knochenpferd? Meine Intuition in Verbindung mit deiner Frage sagt mir, dass du dich für das Knochenpferd interessierst. Ich will dieses Monster mit eigenen Augen sehen. Es wäre unglaublich, wenn es wirklich existieren würde. Tja, nun leider komme ich zwar mit allen möglichen Gefahren klar, aber bei dieser Kälte hört der Spaß auf. Würdest du mir helfen? Natürlich gegen Belohnung. Ein Bild oder ein paar Notizen oder so würden mir reichen. Machen wir. Das wollte ich hören. Den Geschichten nach findet man es auf der nördlichen Tabanta-Ebene zusammen mit Stahlbockblinz. Andere Quellen sagen, es befinde sich sogar jenseits der Ebene ganz drüben im Osten vor diesen seltsamen Ruinen. Du machst das schon. Okay, ein Bild vom Knochenpferd. Tun wir das doch gleich mal ausrüsten. So, Tabanta-Ebene. Vergessener Tempel, waren wir da schon? Hebraberge. Müsste eigentlich hier sein. Nördliche Tabanta-Ebene. Oh, diese Kälte. Oh. Chili con carne. Okay, was gibt's hier hinten noch? Soldatenschild, Soldatenlanze. Das lassen wir mal liegen. Ich glaube, unser Inventar ist sowieso voll. Und das könnten wir uns dann später nochmal holen. Und die Bären nehmen uns auf jeden Fall mit. Oh, was ist das? Meisteraxt. Oh, wieder voll. Was könnte man da weglegen? Komm, wir legen mal. Wir legen einmal. Ah, die hatten 45er, gell? Eisschwert. Legen wir das Eisschwert weg. Oder? Ne, wir haben zweimal das Eisschwert. Legen wir das Eisschwert weg. So eine Kiste wäre ja cool oder sowas. Dass wir unser Zeug deponieren könnten. So, sind wir denn hier richtig? Ja, hier gehen wir genau dort hoch. Und da hinten sehe ich auch schon das Labyrinth. Also wenn wir uns hier hochkämpfen würden, dann würden wir auch zum Labyrinth kommen. Werden wir aber in dieser Folge nicht mehr anschauen. Das Labyrinth. Aber ich hatte hier, glaube ich, irgendwo noch einen Schrein gesehen. Okay, da hinten sind so komische Banditenlager oder sowas. Die sind normale Pferde. Okay, kein Knochenpferd. Vielleicht kommt es auch nur nachts. Ich weiß es nicht. Für die Knochenbockblinz-Dinger da, die kommen ja auch nur nachts meistens. Das könnte natürlich sein. Warte mal, komm mal, die können wir jetzt mal killen hier. Gibt uns bestimmt gut Essen. Luxuswelt, Edelwelt, Edelwelt. Sehr schön.
Ah, da haben wir doch den Schrein. Haben wir schon gesehen. Markieren wir uns mal, nicht, dass wir irgendwie wieder vom Weg abkommen wegen irgendetwas. Also komische Schneewölfe oder sowas. Ja, die hauen schon mal ab, sehr gut. Lasst mich bloß in Ruhe. Irgendwas kommt hier noch, irgendwas Schlimmes. Weil sonst, glaube ich, wäre der. Wow! Stirb! Okay. Ja. Das Wetter wird immer schlimmer. Irgendwie komme ich auch nicht näher an den Schrein ran, habe ich das Gefühl. Irgendwie komme ich da auch nicht näher dran. Oh, was ist denn das? Oh nö. Ich mag nicht. Okay, wir speichern. Okay, Leute, ich würde sagen, wir schauen mal, was wir ausgerüstet haben. Okay, rüstungsmäßig können wir nichts machen, weil es hier einfach zu kalt ist. Aber ich würde gern mal probieren, dass wir vielleicht so einen Doppelschussbogen mal nehmen. Und es hieß ja, ich kann jetzt mit meinem Stasis-Modul plus auch Monster einfrieren. Das probieren wir jetzt einfach mal. Was haben wir denn noch? Oh, ich habe gar keinen Bock, den zu machen. Ich glaube, den schaffen wir nicht, aber egal, wir probieren es einfach mal. Okay, er speichert schon von alleine. Okay, wir können ihn einfrieren. Alter. Alter Schwede. Ey, ey, ey. Okay, ich glaube, wir versuchen es nicht mehr. Wir schauen, dass wir da vorbeirennen dran. Das muss ich probieren, wenn ich mal mehr Herzen habe oder so. Keine Ahnung. Ich will aber. Wie komme ich denn da vorbei jetzt? Der macht mich komplett fertig. Dann muss ich schauen, dass ich hier irgendwie hochkomme und dann darüber gleite. Die muss ich jetzt umgehen. Das hilft nicht. Ich weiß eben nicht, was der für eine Range hat. Keine Ahnung. Wann der triggern tut. Okay, hilft nicht. Wir rennen jetzt. Ich hoffe mal, der lässt mich jetzt in Ruhe. Dann habe ich wieder ein anderes Vieh im Arsch. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ja.
Aha, okay, da hinten ist das Labyrinth, okay. Oh, die Leute sind echt krass, ey. Das ist ja Wahnsinn. Aber so müsste es schon gehen. Sind wieder so komische Dinger da. Nee, sind doch nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht. Also Rubin. Okay. Wie viele Leuten gibt es eigentlich in dem Spiel? Also standortmäßig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es genau wisst. So, Shagema Schrein. Und wir haben somit wieder einen Portpunkt. Schauen wir mal, was uns dort drin erwartet. Kraftprobe, oder? So wie es aussieht. Nee, Stopp und Start. Okay, Stopp und Start. Okay, hier ist was. Das könnten wir uns normalerweise so holen, wenn wir hier rüberfliegen können. Okay, doch nicht. Hat sich der Papa wieder zu früh gefreut. Okay. Aber nee, einfrieren können wir es auch nicht. So, komm mal rüber. Königsschwert. Ich habe wieder mal keinen Platz. Ey, ey, ey. So, jetzt mal schauen, was wir hier machen können. Nein. Okay, wir haben einen kleinen Schlüssel. Okay, damit wird das jetzt schon mal freigeschalten. Aber ich denke mir, weil da oben so komische Plattformen rumeiern, dass da oben auch noch eine Kiste ist. Oh mein Gott, ich kriege nie, nie, kriege niemals. Alter Schwede. Okay.
Probieren wir es einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob wir das Ding hier überhaupt brauchen da oben, aber warum kann man es denn so weit hochschieben? Vielleicht, dass man mehr Zeit hat, es einzufrieren. Okay, wo schweben die hin? Aber da kommen wir doch gar nicht hoch, oder? Oder warte mal. Warum sind hier Plattformen? Ich habe da eine Vermutung. Okay, so geht's nicht. Kann ich es von hier reinschmeißen? Nee. Nein. Okay, müssen wir anders machen. Wir machen es anders. Nein, Mensch. Mann, 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 Mann. Nein. Das stimmt mir wieder blöd an jetzt gerade. So, jetzt komm her. So, jetzt einmal diesen bitte. Dann diesen bitte und dann zünden einmal. Hä?
Okay, so geht's nicht. Okay, verstehe schon. Hä? Warum? Was ist denn hier oben? Hier oben ist doch gar nichts, oder? Also wegschieben kann ich's, können sie sich auch nicht.
Müssen die irgendwie den Felsen darunter schieben? Hä? Kapier nicht. Aber hier oben ist doch auch gar nichts mehr, oder? Ne, komm, wir machen den Schrein jetzt fertig. Ich habe jetzt keinen Plan, was ich hier machen muss. Und vielleicht mal auf Google gucken. Keine Ahnung. So Leute, damit würde ich sagen, machen wir schon wieder einen Cut. Ich weiß, wir haben nicht viel geschafft. In der nächsten Folge schauen wir uns eventuell das Labyrinth an. Mal schauen, wie wir da durchkommen. Aber ich denke mal auch, dass es ein, zwei Folgen dauern wird, bis wir da durch sind. Gut, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar oder auch Abo, wie ihr Lust und Laune habt, Leute. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Andi.